In der Feldhauser Deichschäferei herrscht Hochbetrieb. Kurz vor Ostern ist der Nachwuchs da. Familie Plümer zieht fast 700 Lämmer bis zum Herbst auf. Wer einmal vom Feldhauser Deich landwärts marschiert, weiß, wie der Hase läuft. Nicht nur an Ostern. Denn beim Schäferstündchen plaudert Anke Plümer alle Geheimnisse um die wolligen Vierbeiner aus. Etwa, warum ihre Schafe bunt gefleckt sind. Früher in einem anderen Leben hat sie als Bankkauffrau hinter einem Filialschalter gesessen. Damals hatte sie Angst vor Schafen, heute höchstens vor dem Wolf. Denn der Verkauf von Lammfleisch finanziert die Betriebskosten für den Hof. Wenn sie nicht gerade Gäste herumführt, Geburtshilfe im Stall leistet, Schäfchen ins Trockene oder Nasse beim jährlichen Badespaß in Waschlauge bringt, die Herde umsiedelt und Gesundheitsvorsorge betreibt, verwöhnt sie Besucher im Hofladen und hauseigenen und regionalen Spezialitäten.